Es sind wieder die letzten Worte. Zwar nicht von Goldie Roger, sondern von Ryobi. Wir müssen sie wahrscheinlich spielen. Und wir müssen ihre ältere Schwester besiegen, also Ryoki. Sich willkommen. Oh, Reisbällchen. Ich habe sie alle gemacht. Dom. Du hast sie gekostet. Oh je, Riona, du Schlingel. Picknick? Oh. Darf ich auch... Warum kriege ich nichts zu essen, Ryoki? Scheinst du sehr nervös zu sein. Ich habe Angst vor Leuten, die ich nicht kenne. Nein, sie ist nur mal gestorben, jetzt hier wiederbelebt. Wirklich? Wirklich, wirklich? Oje, oje, wird immer den Zweifeln. Aber ich kann ein bisschen auf Angst an ihr riechen. Das ist kein Hunger. Lass uns zusammen essen. Oi, oi. Nein! Moment mal, ihre Augenfarbe hat sich geändert. Und der Heiligenschein. Ja, wie passt das nicht? Was ist das? Das ist schon wieder ja Heiligenschein angerührt. Oh je. Wo kämpfen wir überhaupt? Der Gessen Academy? Ich habe nichts dagegen, aber... Gessen Academy Indoors. Wir müssen Ryoki besiegen. Okay. Aha, wir sind also in der Aula quasi drin.
So. Warum wurde ich gerade eingefroren? Ich weiß, Gessen ist ja in einem Eisgebiet. Aber Ryobi haben wir schon lange nicht mehr in Action gesehen. Ich finde das irgendwie so cool. Ach, dieser Schalter überhaupt. Ah, das ist irgendein kreativer Finisher. Ah, hinter mir. Okay. Da hinten ist nichts. Ist da hinten irgendwas versteckt? Ja. Eine Plattform. Warte mal, das ist die Plattform von Crimson Squad, ne? Okay. Die erste Plattform hätten wir. Irgendwas. Ja. Ich gerade den richtigen Weg gelaufen? Warte mal. Sind drei? Nee, Moment mal. Das sind die letzten vier Plattformen, die ich hier kaputt machen muss. Ich kümmere mich ja gleich um die ganzen Gegner hier. Wir müssen nur ganz kurz Geduld haben. Ich mache hier alles erstmal platt. Boom. Okay. Und die letzte Festival-Plattform. Ich mach mal hier eine Kugel. Okay, dieser Wolf-Gegner. Boah, die nerven. Die nerven so richtig hart. Verwandeln wir uns mal. Ich weiß auch nicht, wie sie auf einmal so riesige Dinge bekommen kann, aber egal. Das ist Senran Kagura-Logik. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlau. Das hier ist besser. Okay, Area Rave. Kann das sein, dass ich jetzt hochlaufen muss? Okay. Falsche Richtung. Den Grünen kann meistens irgendwas Interessantes drin sein. Eine Schriftrolle könnte ich eventuell ganz gut brauchen. Eventuell noch eine.
das ist... Das passt jetzt. Perfekt. Aber jetzt kommt Ryoki. Warum hat sie jetzt auf einmal blaue Augen? Das war fail. Es zieht so einiges ab. Schild und Gewehr. Spielbomb. Tschum. Fuck. Fucking Raketenwerfer. Als ob. Okay, wir haben gewonnen. Ich dachte schon, ich habe irgendwie komplette Scheiße gebaut. Aber eine Mission hat sicher noch Platz. Ja, du hast gewonnen, Ryobi. Wann haben wir Ryobi überhaupt das letzte Mal gespielt? Ich glaube, im ersten Part, ne? Ich hab den heiligen Schein. Wieder zurück normal. Zum Essen. Irgendwie witzig, ja. Irgendwie das Reisbällchen weg. Wuff, wuff. Lass uns in einem Kreis setzen. こっちにいらっしゃい。料理はここでいい。今日は病気姉さんとみんなが申告を極めて。なあ、申告を極めるじゃなくて、親睦を深めるだったわ。料理ちゃん、そんな顔で一人ボケツッコミされても怖いよ。 それじゃ、リョウキの隣は私が座るぞ。みやびの隣は僕の指定席だ。じゃあ、リョウナちゃんはリョウキお姉ちゃんの隣。私は、リョウキさんの後ろ。
Damit sie schneller fahren kann. Geil. Picknick Time. Ryobi. Jetzt klingelt es bei ihr. Ding Dong. Shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Oh, das passt gerade so. Oje, oje. Okay, wir haben doch keine Zeit mehr für Mission. Shinobi Girls Up Mission Asuka und Yumi Miyabi. Oh Mann, da haben wir wieder so einiges zu tun im nächsten Part. Also in den nächsten 6 Parts wissen wir, was wir zu tun haben. Fuck. Okay, komm, gehen wir in den Shop. Besuchen wir mal die gute Ayabi. Bisschen Geld rausschmeißen. Du kennst mich ja. Okay, da haben wir alles. Und am Ende habe ich jedes einzelne Item, was man hier kaufen kann. Oh. Ah, kaufen wir mal ein hier. Oh Gott.
Oh Gott, wie viele von diesen Creative Finisher gibt's noch? Okay, Musik werden. Ey! Ja, ich dachte, jetzt kann man sich da anhören. Okay. Wir beenden hier den Part. Lasst einen Hoch da, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, Rote, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Senran Kagura, Estival Versus. Bis dann und ciao, meine Lieben.